sind sie. Das ist schon ein ganz schöner Hammer, wa? Aber die hat dann, meinst du, die hat dann nochmal umwickelt? Ja, die hat nochmal. Ja, das ist ein Plastik, das ziehst du hier. Das ist echt genial gemacht. Ja. Du kannst auch hier die dran machen, die Doppel. Genau. Einzelhaken. Die hingen alle super. Du hast ja einen riesen Drilling eigentlich dran. Die hingen alle super. Drauf. Und nicht ein Vierbiss. Also die Biste, die ich hatte, die haben auch gehangen. Ja, das ist schön. Ja, ich hab's. Auf dem Zeltplatz Klausdorf traf ich einen Schlauchbootfahrer, der mir so einiges über seine Plattfischangelei erzählte. Zum Beispiel fischt er nur noch mit dem Bauchlappen von den Hornhechten. Und sein Erfolg spricht für sich. Steinboot, Schollen und Flundern. Die ganze Palette konnte er fangen. Und das alles mit einem, zumindest zu dieser Jahreszeit, relativ einfach zu bekommenden Köder. Ich hatte auch meine Chance auf ein Steinboot, wie man hier links im Bild sieht. Morgen fing ich noch diesen Sandaal und am Nachmittag brachte mir ein Stück davon eine gute Flunder. Ich hatte das Sandaalstück einfach auf einen Wattwurmschick aufgezogen. Fisch kamen locker 3-4 kleinere Platten. Es galt, Stellen zu finden mit wenig braunen Algen. Das ganze Ausmaß mit den braunen Algen sieht man vor allem nach starkem Ostwind. Ihr seht, wie ich durch knietiefe Algen warten muss,
um ans Ufer zu kommen. Ja, so liebe Daheimgebliebenen, hier ganz explizit Trainingsvideo Angeln auf Riesenplatte. 3 Sekunden Köder drin, schon ein Biss. Guten Appetit, Mahlzeit und ja, alles Gute auch im neuen Jahr. Tschüss. Nun noch ein paar Plattfisch-Vorfächer. Ja, sobald man eine sandige Fläche gefunden hat, kann es da unten so aussehen. Ich fischte bei einer Windstärke 3 bis 4 vom verankerten Boot. Daher immer die Auf- und Abbewegung der Kamera. Thank you.
Thank you.